Hallo YouTube, willkommen zu einem Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir zwei Nintendo Wii U Spiele aus. Ihr wisst ja, ich mag die Nintendo Wii U sehr gerne. Auch wenn es die letzten Atemzüge sind, von dem Spiel jetzt released werden, freue ich mich doch, dass das ein oder andere Spiel doch noch erscheint und die Publisher ihr Wort halten. In diesem Fall war es THQ Nordic. Die haben gesagt, das kommt und es ist gekommen. Und zwar einmal Darksiders War Mastered Edition. Dieses Spiel gibt es ja seit Dezember schon für die PS4 und Xbox One und jetzt am 20. Mai, glaube ich, ist es für die Wii U erschienen. Ich habe dafür 17 € bezahlt, bei Saturn Online bestellt. Und ich freue mich, weil ich hatte das Spiel damals für die PlayStation 3 oder habe es immer noch. Habe es sehr gerne gespielt. Und dachte mir, ja, wenn jetzt für die Wii U jetzt noch was kommt, nehme ich es gerne mit. Und der Preis war annehmbar und soll ja auch verbessert sein. Da freue ich mich richtig drauf. Es geht so ein Spieler, braucht Wii U-Controller, kann man nutzen oder den Game-Controller. Gibt es auch einen zweiten Teil, den gibt es auch für die Wii U, der ist als erster erschienen, den gibt es aber auch für PC und Xbox One, aber auch für die Last-Gen-Konsolen Xbox 360 und PS3, und zwar diesen hier. Den kann ich auch nur empfehlen, auch ein cooles Spiel. Also wie gesagt, dieses Spiel gibt es auch für die PS3, für die Xbox 360, für die Wii U gibt es beide Teile und auch für die PS4 und Xbox One. Der dritte Teil ist auch schon angekündigt worden, der ist aber mit einer weiblichen Charakterin, ich weiß jetzt nicht, wer es sein soll. Mit einer Peitsche, glaube ich. Bin gespannt, wie es sein wird. Das erscheint aber, glaube ich, nur für PS4 und Xbox One. Und ja, gucken wir mal rein, was wir da für unser Geld kriegen. Ich werde euch auf jeden Fall meinen Launch-Trailer unten in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr euch ein Bild machen. Und ja, so sieht das alles nochmal aus. Gucken wir rein. Oh, sogar mit Cover. Ist zwar keine dicke Anleitung. Die Disc sieht gut aus. Was haben wir denn hier? Ein Faltblättchen. Das überrascht mich jetzt, weil ich habe gedacht, da wären nur Nintendo-Hinweise drin. Aber sowas finde ich cool, auch wenn es nur ein Blättchen ist. Lobenswert, freut mich. Ja, ist ein Action-Game. Ich habe das damals immer mit Zelda und Soul Reaver-Mix verglichen. Also es ist so ein Mix aus beiden und richtig cool. Ja, und dann für die Wii U, Minecraft Story Mode, das komplette Abenteuer. Ich bin ja nicht so der Minecraft-Fan, aber ich mag die Telltale-Games. Und das ist ja so eine Kooperation gewesen, die haben wir alle Teile beziehungsweise Episoden drin, und ja, das hat mich, glaube ich, 33 € gekostet. Habe ich auch bei Saturn bestellt. Bei Amazon ist es zurzeit nicht lieferbar, aber wenn es bei Saturn online bestellt, könnt ihr das in den nächsten Tagen dann abholen beziehungsweise euch senden lassen. Und wenn ihr keine Wii U habt, das Spiel ist auch für die PlayStation 4, Xbox One, glaube ich, PlayStation 3, Xbox 360 erschienen. Wenn ihr nur eine 360 habt, greift da eher zu, weil, oder greift da schnell zu, weil die ist auch am teuersten. Ich glaube, die hat noch eine geringere Auflage als die anderen Fassungen. Und wer jetzt nun eine Nintendo Switch hat, der kann sich freuen, das Spiel erscheint am 22. oder 21. Juli auf die Nintendo Switch. So sieht das aus. Soll ein lustiges Abenteuer sein, geht zu einem Spieler, unterstützt nur den Wii U-Controller. Und hier haben auch ein Blättchen drin, das finde ich ja cool. Das sollte immer so sein. Es war jetzt wirklich nur so eine Karte, wie so ein Pappding. Aber immerhin, freut mich. Ja, jetzt erscheint noch für die Wii U so ein Indie-Titel, so im Herbst. Ich vergesse mal den Namen. Axion oder sowas. Und Cars 3 wahrscheinlich noch, ein Just Dance und Skylanders. Das neue Lego erscheint ja nicht mehr für die Wii U, auch nicht mehr für die PS3 und Xbox 360 und auch nicht für die PS Vita, was ich ein bisschen schade finde, weil ich ja alle meine Lego-Spiele für die Xbox 360 hole, aber. Gut, ich wollte ja eigentlich schon noch alle für die PS Vita holen. Ihr wisst, ich mag auch die PS Vita. Dann muss ich mal gucken, für was ich mir das neue dann holen werde. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrons. Tschüss.